es war einfach so schön und als dann auch in der Zeremonie die Sätze gesprochen wurden und die Tränen, die dann flossen waren, dass das Gefühl, endlich geliebt zu werden, also diese Sehnsucht nach Liebe in mir, die einfach auch diese Sehnsucht ja, danach einfach auch Liebe zu sein oder Reinheit zu sein oder Wahrheit zu sein und dass es da eine tiefe Sehnsucht gab und der tiefe Glaube, dass das nicht erreicht werden kann. Beim Gnanvedi sagen wir: Ich bin reine Seele wie der Herr Jesus Christus. Ich bin reine Seele wie Lord Krishna. Ich bin reine Seele wie Dada Bhagwan. Der physische Körper von Jesus Christus ist getrennt und die innere reine Seele ist getrennt. A.M. Patel ist getrennt als physischer Körper und Dada Bhagwan ist die innere reine Seele. Der Herr Jesus Christus als innere reine Seele und Dada Bhagwan als innere reine Seele haben Einssein. Sie haben keine Trennung. Da ist also kein Konflikt, überhaupt kein Konflikt. Ja, für mich war, als ich so 14 war, habe ich so eine Zeit gehabt, wo ich ganz aktiv in die Kirche gegangen bin und mich dem christlichen Wissen geöffnet habe. Und dann hat sich das später auch wieder verloren. Und es war aber tatsächlich in den Jahren, bevor ich zu Akram kam, dass ich aus dem Kalender meiner Mutter Marienbilder über mein Bett gehangen habe, riesengroße, wunderschöne Bilder. Und daneben hängt jetzt ein großes Bild von Dada Bhagwan und Simanda Swami. Und für mich ist das wunderbar zusammen, weil ich weiß, dass mich auch die christlichen Energien geführt haben hierher. Ich weiß, dass meine Bewunderung auch für die Maria, für diese Reinheit, die für mich in dieser Maria steckt, einfach spirituell auch geführt haben. Und mir geht es auch so, dass ich da im christlichen Glauben zwar begonnen habe, aber nie ganz zu Hause war und für mich jetzt aber auch da ein ganz großer Friede entstanden ist und ich tatsächlich jetzt die Bibelworte, wenn ich sie höre, tatsächlich besser verstehe und immer weiß, dass es jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe die Diamanten gefunden. Das ist und das andere ist sind wunderbare Perlen und aber die waren Wegweiser, die waren, aber hat mich zu dem Wissen selbst gebracht, in wirklich einem aktuellen Kleid, also in einer aktuellen Sprache, gesprochen von einem Lehrer, der ja, unsere Sprache spricht. Und die alte Sprache aus den alten Schriften ist oft sehr schwer zu verstehen. Und die alten Gleichnisse, heißt es in der Bibel, die alten Beispiele. Ne? Ja.